Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe endlich mal wieder mein Set hier aufgebaut und drehe Videos. Und heute soll es tatsächlich eine 2-in-1 Rezension geben. Und zwar zu zwei Büchern aus dem KISS Verlag. Ich habe beide Bücher als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen. Und ja, meine Meinungen zu den Büchern fallen tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich aus. Deswegen ist es wahrscheinlich umso interessanter ist. Und zwar haben wir diese beiden Bücher. Einmal Kissing in the Rain von Kelly Moran. Das ist ja quasi jetzt das Neueste, was bisher erschienen ist im KISS Verlag. Und A History of Us von Jen DeLuca. Das ist einen Monat vorher quasi erschienen. Und ja, wie gesagt, ich werde jetzt mit dem etwas älteren, in Anführungszeichen, Buch beginnen, nämlich mit A History of Us. In History of Us geht es um Emily. Und ja, Emily hat sich von ihrer Nichte mit Ach und Krach dazu überreden lassen, bei einem Mittelalter-Festival mitzumachen. Und ja, sie kann da nicht nur einfach so aushelfen, sondern sie muss tatsächlich in eine mittelalterliche Rolle schlüpfen, sag ich mal. Und ja, dort lernt sie unter anderem Simon kennen. Und ja, Simon ist ein ziemlicher Spießer, ist ihr vom ersten Moment an unsympathisch und ja, die beiden können sich nicht wirklich leiden, was das Ganze für Emily nicht wirklich leichter macht. Aber okay, sie macht es ihrer Nichte zuliebe und auch irgendwie ihrer Schwester zuliebe. Und deswegen macht sie da trotzdem mit und lässt sich nicht davon beirren, dass da dieses Riesenarschloch ist. Und ja, aber während die beiden dann in ihre Rollen schlüpfen, sie ist die Dirne und er ist ein Pirat, sind sie sich auf einmal gar nicht mehr so unsympathisch. Und da stellt sich natürlich die große Frage, liegt das an den Rollen oder waren die ersten Begegnungen irgendwie einfach nur Aneinanderreiberei und es hat sich viel aufgestaucht, was eigentlich gar nicht da ist. Das müsst ihr selbst herausfinden. Ich muss sagen, mir hat das Buch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich finde den Schreibstil sehr toll. Ich fand ihn besonders. Ich weiß gar nicht, woran es lag. Ich weiß nicht, woran ich das festgemacht habe, aber irgendwie war er für mich ein bisschen special. Auf jeden Fall, ich habe so die ersten 50 Seiten gebraucht, bis ich komplett im Buch drinne war, aber dann war ich auch wirklich absolut drinne, kann ich euch sagen. Es hat so viel Spaß gemacht, dieses Ganze mit dem Mittelalter-Festival, weil man wirklich liest, wie dieses Festival aufgebaut wird, wie das alles zustande kommt. Und es hat so viel Spaß gemacht, die Protagonisten an sich zum einen zu lesen und dann in ihren Rollen. Das war so cool und es war, ja, die hatten da natürlich richtig coole Wortgefechte, was ich immer richtig gerne mag und was einfach für mich persönlich so viel Spaß beim Lesen macht, wenn die Protagonisten sich so Wortgefechte liefern. Und das war hier der Fall. Und ja, es hat so viel Spaß gemacht, das Mittelalter-Festival. Ohne Witz, ich hätte niemals gedacht, dass ich das so cool finden würde. Aber es war einfach richtig spannend und ich hatte so Lust auf ein Mittelalter-Festival, nachdem ich das gelesen habe. Das war unglaublich, ich habe da niemals mit gerechnet. Und ja, das Buch war wirklich richtig schön erfrischend. Es hatte die perfekte Mischung aus Humor, auch Freundschaft, sag ich mal, weil es bauen sich natürlich auch Freundschaften auf. Dann die Charakterentwicklung fand ich vor allem bei Emily richtig, richtig toll gemacht. Also man hat wirklich auch von Anfang bis Ende eine richtige Entwicklung in ihrem Charakter gemerkt und auch ja in ihrer Art und Weise und in ihrer Selbstschätzung und in allem. Das müsst ihr natürlich selbst lesen, weil ich euch da nicht so viel vorwegnehmen möchte. Aber es war wirklich ganz, ganz toll und Emily und Simon dabei zu begleiten, wie sie sich so Stück für Stück ein bisschen näher kommen. Das war ja neben dem Mittelalter-Festival für mich das Schönste am ganzen Buch. Es war einfach klasse, weil die können sich am Anfang wirklich gar nicht leiden. Die liefern sich solche Wortgefechte und man merkt dann halt so nach und nach, wie das so ein bisschen abflaut. Klar, die liefern sich immer noch Wortgefechte, aber auf eine andere Art und Weise und das hat einfach Spaß gemacht und ich kann euch dieses Buch nur ans Herz legen. Ich freue mich jetzt schon so sehr auf Band 2, weil das immer dieses Festival findet, glaube ich, einmal im Jahr statt. Und das Buch spielt dann immer zum Festival. Also die Bücher, es gibt 3 Bände. Ich will euch mal zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt.
Genau, und ich freue mich jetzt schon so, so sehr auf Band 2. Ich kann das gar nicht in Worte fassen und kann euch dieses Buch absolut nur empfehlen. Ich kann es allen New Adult Liebhabern empfehlen oder vielleicht denen, die auch in dieses Genre mal reinschnuppern möchten, weil sich das für mich auch, wie ich finde, perfekt für den Anfang leistet. Das bietet sich auch perfekt für New Adult Anfänger an und... Ja, ansonsten fand ich es halt einfach toll, dass mal was ganz anderes war. Es war nicht dieses typische College, es war nicht diese typische Bürogeschichte, was ich auch super dolle liebe, aber so mit diesem Mittelalter-Festival und dass die Protagonisten in andere Rollen schlüpfen und diese ganze Vorbereitung, das hat mich so geflasht und ich fand das so, so gut. Und ja, kann euch allen das Buch nur ans Herz legen und auch hier an dieser Stelle nochmal ganz, ganz lieb Dank an den KISS Verlag dafür, dass ich das Buch als Rezensionsexemplar bekomme. Und ich würde sagen, wir machen direkt mit dem nächsten Buch weiter, nämlich mit Kissing in the Rain von Kelly Moran. In diesem Buch geht es um Cameron und Cameron hat eine ziemlich laute und verrückte und wenn man so möchte auch große Familie und sie muss dann jetzt auf die Hochzeit ihrer Schwester. Das einzige Problem ist, dass ihr Freund, den sie dort hinten mitnehmen wollte, kurz vor der Hochzeit mit ihr Schluss macht. Und das auch noch auf eine ziemlich, ja, widerliche Art und Weise, kann man sagen. Und auf jeden Fall sieht sich Cameron jetzt vor dem Problem, dass sie vor ihrer Familie erklären muss, warum sie nicht mehr mit diesem Mann zusammen ist, dass sie es wieder verbockt hat. Und ja, sie will halt nicht, dass ihre Familie die ganze Zeit nur darauf rumhackt, sondern sie möchte, dass es bei der Hochzeit natürlich um ihre Schwester geht. Und so, arrangiert sie sich quasi einen Freund. Und das ist nämlich unser lieber Tony. Troy. Oh Gott. Ich und den Namen. Das ist der liebe Troy, ein Freund der Familie, den sie auch schon etwas länger kennt. Also kein ganz neuer Boy, sondern sie kennt ihn halt schon aus jüngeren Tagen, sag ich mal. Und ja, sie und Troy spielen dann ein Paar und das ist so grob die Geschichte. Ich muss leider sagen, das ist absolut nicht mein Buch war, so leid mir das auch tut. Es war das erste Buch dieser Autorin für mich. Ich kenne weder die Redwood-Reihe noch die anderen Bücher von ihr. Es war wirklich das erste Buch für mich. Fangen wir an beim Schreibstil. Ich kam mit dem Schreibstil leider nur semi-gut klar. Hinterher hat sich ein bisschen gelegt, aber es ist absolut nicht mein Schreibstil. Es ist erstmal aus der dritten Person erzählt, was ich allgemein in New Adult Büchern schon mal nicht so gerne mag. Und zweitens finde ich, war es sehr abgehackt und ich habe ja auch schon The Secret Book Club gelesen, das ist auch in der dritten Person gewesen und das war nicht so abgehackt, das war so angenehm zu lesen, aber das hier, es war so abgehackt und ja, man hat das Gefühl, in einem Moment redet sie mit der Oma und im nächsten Moment springt sie Trampolin, so ungefähr ist jetzt irgendwie übertrieben gesagt. Aber so war das ganz oft beim Lesen, dass sie im einen Satz was macht und im nächsten Satz ist sie schon ganz so anders. Und das fand ich gar nicht schön, das hat mir überhaupt nicht gefallen und das hat mich auch sehr doll im Lesefluss gestört. Dann kommen wir zur Familie von Cameron. Ich meine, ich habe selbst eine große, laute Familie. Ich weiß, wie das ist, aber diese Familie ging einfach nur unter die Gürtellinie, vor allem ihre Baba. Also Cameron kriegt hier wirklich Beleidigungen an den Kopf geworfen, wie dass sie zu fett für das Kleid ist, dass sie ja eh keiner möchte und sowas. Und klar, wenn das einmal passiert und im Spaß, kann ich noch sagen, ja okay, komm, so eine Oma, die bringt haut mal einen so raus. Aber es ist wirklich von Anfang bis Ende in diesem Buch so gewesen, dass Cameron nur beleidigt wird von ihrer eigenen Familie. Sie wird von ihrer eigenen Familie wirklich in den Dreck gezogen. Oder dann kommt auch sowas, boah, wie kann der Troy sich nur dazu herablassen, mit ihr zusammen zu sein? Und sowas finde ich einfach ganz, ganz schrecklich. Das hat für mich dem Buch absolut einen Abbruch getan. Und was dann noch dazu kam, dass Cameron sich einfach nicht wehrt. Sie lässt das absolut über sich ergehen. Natürlich, sie kann bei ihrer Familie nicht um sich schlagen oder sonst was, aber ich finde auf jeden Fall, man kann sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter, es ist jetzt Schluss, hört auf mich zu beschimpfen, es reicht. Und das fand ich einfach so schrecklich. Die hat alles in sich reingefressen und hat einfach nichts gesagt, hat alles über sich ergehen lassen. Und das fand ich ganz, ganz schlimm. Diese Mischung aus beidem fand ich so schrecklich und finde ich, hat für mich
die Geschichte absolut schlimm gemacht. Natürlich, es geht um Troy und Cameron und es geht um die Liebesgeschichte der beiden. Und die fand ich an sich auch echt süß, weil... ja, man muss dazu sagen, Cameron ist eine sehr verklemmte Person. Ich mochte sie als Protagonistin leider auch gar nicht. Sie ist eine sehr verklemmte Person und hat viele Dinge noch nicht gemacht. Und Troy fertigt quasi jetzt eine Liste für sie an und will diese ganzen Dinge mit ihr in ihrer Fake-Beziehung quasi erleben. Dabei verlieben sie sich natürlich. Aber Troy fand ich richtig süß. Ihn mochte ich auch wirklich, wirklich sehr gerne. Aber das war's für mich neben der kleinen Emily auch schon, weil ja, selbst beim Ausführen der Liste, es hat einfach keinen Spaß gemacht. Es ist was passiert, was Schönes, und danach ist Cameron direkt abgehauen, war wieder in ihrer Zickenwelt, und ja, es hat für mich als Leserin absolut keinen Spaß gemacht, beziehungsweise für mich persönlich hat es absolut keinen Spaß gemacht. Ich habe gelesen, dass das Buch sehr, sehr vielen gefallen hat und auch von sehr vielen ein Jahreshighlight ist. Für mich war es leider wirklich ein Flop, weil diese Mischung aus, die Familie beschimpft sie, sie lässt das über sich ergehen, ich mag ihren Charakter nicht, ich mag den Schreibstil nicht. Ja, für mich ist das Buch leider, leider ein Flop. Ich habe mich so drauf gefreut und das Buch ist auch wirklich wunderschön, aber es hat mir nicht gefallen. Wie gesagt, die Liebesgeschichte fand ich echt süß, Troy finde ich auch süß, aber ja, das war es leider auch für mich schon. Es tut mir leid, dass ich das Buch nicht so gut bewerten kann, aber es ist nun mal meine ehrliche Meinung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir mal gerne, ob ihr so 2-in-1 Rezensionen mögt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!